Hallo Leute, mein Name ist Sozialinstock und damit herzlich willkommen zu einer Reaktion wieder von Temel-Montage. Ja, seine Sachen sind ja copyrighted, allerdings erlaubt er auch darauf zu reagieren, denn von Reaktionen leben solche Channels. Und es gibt wieder eine Pokémon Battle Royale, dieses Mal mit den Paradox-Pokémons. Für alle, die nicht mehr wissen, was diese Pokémons waren, es waren die Pokémons, die sowohl aus der Zukunft und Vergangenheit stammten. Ich habe nicht viele Informationen und weiß auch nicht alle, da ich die DLCs nicht gespielt habe. Von Gen 9. Aber wir werden gucken, wie das ausgeht und mal schauen, wer diese Battle Royale gewinnt. Let's go! Sorry, ich bin auch angeschlagen. Okay, wir betten wohl in der Area vom DLC. Ist eine das Raikou? Hä? Wo? Oh, ups. Oh, das Duell fand. Okay, der hat sich einfach mal selbst geschadet. Bonte soll sehr stark sein, laut der Community. Wow, er ist ein Staubsauger. Wieder ein wildes Portal an da. Yes, folks, thrilled to the exciting, the most exciting fight of the pre-Cambrian era. Oh nö, der Despotar und der Tyfatalo. Als wäre das Pokémon nicht schon schlimm genug gewesen. So, gibt's jetzt auch noch eine Stahlform. And now we bear witness to Scream Tail, supported by an ultra lightweight. Dieses Jigglypuff. Mir ist egal, wie ihre offiziellen Namen sind. Ich nenne sie nach den originalen Pokémons. Die Gladova, Gagagadi. Zu usen. Okay, von dem gibt es auch zwei Versionen. Sowohl Vergangenheit als auch Zukunft. Autsch. Hä? Wo ist hin? Okay, er ist einfach mal Tipp Follow auf. Ei! Das Portolander ist brutal. Wigipuff haut noch ab. Was macht Mario 64 Pinguin da? Reverse charges, tail swipes and aggressive kicks. And she has another special piece of equipment. Au, wow, wow. Eine starke Verwirrung. Time to try more singing. Ich glaube, der ist in seine Einzelteile zerlegt worden. A lesson learned. Da kommt der Vergangenheitsstufe Fund gegen den Himianer. Einfach so durch Wände geht, aber der haut sie gleich ab. Und hat ihn gefroren. Geh da weg! Oh, der andere hat ihn gerettet. Ups! Die wurden beide überrannt. Hey, er konnte sich rausretten. Ei, ei, ei. Das Bonte ist sehr stark, das weiß ich. Deswegen sollte man es nicht unterschätzen, tatsächlich. Alle Metall-Pokémons haben jetzt ein Riesenproblem. Der ist ja eine Art Riesenmagnet.
Ja, hat überlebt, aber die anderen Gen 5 Degis sind noch da. Nope, so übersetzt. Die Pile. Gen 2. Gehen die Pile Gen 5. Oder wie es aussieht. Was zum Teufel? Die können fusionieren? Moment mal, die können fusionieren? Die auch? Nee. Können sie nicht. Ist das wirklich so? Können die drei fusionieren, die Zukunft-Pokémons? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich schon sagte. Ich habe die DLCs nicht gespielt. Aber das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Und das ist eigentlich sehr seltsam. Nämlich ab diesem Zeitpunkt ist eigentlich alles geleakt. Diese Portolander ist echt gefährlich. Wer hat die Badehose vergessen? Der hat jetzt ein Problem. Okay, die Legis der Uhrzeit gehen drauf. Bonte ist immer noch am Stehen. Wie ich schon sagte, den soll man nicht unterschätzen. Er kann ja schwimmen. Sie ist leicht genug. Ach, sie ist ja immer noch drin. Meleon hat halt bessere Chancen. Okay, das Bonte ist dran. Das wird gerne komplett nicht genutzt. Ich habe es jetzt oft genug erwähnt. Man sollte das nicht unterschätzen. Sorry. Okay, die ersten zwei haben was abbekommen. Was für ein Fight. Da mitten reinzufliegen ist gerade keine allzu gute Idee. Eieiei. Wow. Ah, verflixt, sie ist vorgesprungen. Wollte gerade sagen, das Ding ist noch nicht down. Das ist gefährlich. Wupp. Alles klar. Jetzt spielt die Wreck'n Mode. Anscheinend kämpfen gerade die besten Zukunfts- und die besten Vergangenheits-Pokémons gegeneinander. Ah! Ich kann Fähigkeiten auseinandernehmen. Oh my goodness, war das gemein! Für alle, die es nicht kapiert haben, sie hat gerade einen Angriff blockiert und mit Zugabe gezwungen, denselben Angriff gleichzeitig einzusetzen, aber sie kann ihn nicht einsetzen! Hallo? Okay, das war ein guter Schachzug, um die beiden aus Zirkelfecht zu setzen. Zumindest aus der Luft. Es ist jetzt ein Duell zwischen den Vieren. Doch wer hält den meisten aus? Oh oh. Das Tarnphobie. Oh. Okay. Interessant. Seems like cheating, but okay. And now I'm sure you're wondering what that was all about. Like, why was Slitherwing glowing? What was going on with the Iron Swords and Proto Beasts? Why was Iron Hand so scared? And why those four in the end? Well, I'll tell das you. Das letzte so kann ich sogar selbst erklären. In this corner. I think I can reach it. Hey, can you give me a boost with your mouse friend? Like, click or tap here. Oh, wait, is that a Sableye? Nice choice, nice choice. Also not a mouse, I need glasses. Ja, die Erklärung, warum die vier, das kann ich sogar selbst erklären. Sie waren die schlauesten Entscheidungen in dem Fall. Tamogil,
Eben Geist kann den meisten ausweisen. Medaillon ist der stärkste der Legis. Blitzschnell. Bottle ist extrem stark und wird in Competitive Matches genutzt. Damit war es ziemlich stark am Durchhalten. Und in Kombination mit anderen extrem stark zusätzlich. Ja, und der letzte war ja... Wer war jetzt der letzte? Jigglypuff. Hä? Warum klaut Mogelbaum ein paar Pokebälle? Oh! Oh! Pokémon ist die Dungeon! War das dein Teaser für Pokémon ist die Dungeon? Oder Omega Bean? Das war auf jeden Fall ein Teaser. Wow. Also erstmal super Animation an der Stelle. Aber warum ausgerechnet diese vier? Ja, ich tue jetzt nochmal gucken extra per Video. Das werdet ihr aber hier gerade nicht sehen. Das kann ich nicht hier timen. Gucken, wie die anderen standen. Oh, Fluttermane und Medion hatten exakt 16% beide. Das heißt, das war eine 50-50-Runde zwischen den beiden. Das Jigglypuff namens Grimmsnarl hat eine 15%ige Chance. Und ein Bundle, was ja das Bortonte war, hatte 14%ige Chance. Korn hatte tatsächlich 10, wäre nicht überrannt worden. Und... ja, das ist wirklich interessant. War auf jeden Fall sehr gute Animation und sehr unterhaltsam. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen, bleibt sozial, lasst nach da und bye!